So, wir haben heute den 8. September 2018, ja, ich bin korrekt im Datum. Und wisst ihr, wo es heute hingeht? Heute geht's zu Trailer Park. Trailer Park Open Air in Dortmund. Ich muss sagen, ich bin so im Voraus ein bisschen angepisst, weil DNP abgesagt hat. Also normal wäre ja ein DNP-Auftritt gewesen. Der findet nicht statt, das pisst mich ziemlich an. Aber die Show wird trotzdem wahrscheinlich ziemlich übertrieben fett. Und ja, fahren wir jetzt mal nach Dortmund, so 5,5 Stunden. Yay! Puh, das war eine verflucht lange Autofahrt. Ach du Scheiße. So, ich bin wieder daheim. Trailerpark Open Air 2018 in Dortmund. Wir sind gekommen, als Sudden gerade gespielt hat. Sprich, also wo wir sind aufs Gelände gekommen, da kam, lief gerade Super Sudden. Das fand ich sehr schade, bis wir dann drin waren, unser erstes Bier hatten und alles war Sudden eigentlich schon fast wieder vorbei. Wir waren dann Gott sei Dank noch vorne, als Sudden Pokémon-Karten den KISS-Remix gespielt hat und wir noch inbrünstig und laut das Pokémon-Intro mitsingen konnten. Das ist sowieso immer das absolute Highlight bei jeder Sudden-Show. Danach kamen Swiss und die anderen, die haben wir uns auch nur so nebenher angeguckt, da waren wir dann auch ein bisschen am Trinken. Und ja, zu Trailer Park sind wir dann wieder vorgegangen und waren so, hier ist die Bühne und wir waren so rechts davon. Rechts vorne an der Bühne. Und ja, es ging los, ganz normal, sexuell desorientiert, TP4L, falsche Band, so das Übliche eben. Dann kam irgendwann Rape Train. Rape Train macht einfach mega Spaß, das Lied. Wir hatten so bei uns, so rechts von der Bühne hatten wir so einen kleinen Pit. Es war eigentlich mega cool. Es waren so, keine Ahnung, wie viele waren es gewesen sein? 10 Leute oder so maximal. Aber mega coole Leute gewesen. Also, falls irgendjemand von unserem Mini-Pit gerade das Video hier seht, ich feiere euch, war mega nice mit euch. Dann kam die Zugabe und es ging los. Also, nach Rape Train sind die von der Bühne gegangen. Dann kam Timmy und Alligator auf die Bühne und dann war klar, okay, klar, die spielen jetzt entweder Guantanamo oder Trostpreis und dann haben sie Mensch ohne Grund gespielt. Und ich liebe Mensch ohne Grund. Aber warum hat es nicht Vortex gesungen? Ich meine, Vortex war da. Und wie, ich meine, klar, es ist schon irgendwie cool, wenn Alligator und Timmy das machen, aber warum? Und warum nicht Aragorn? Verdammt. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Dann kam DNP, der kleine DNP-Part, wo ich mir schon so gedacht habe, okay, was können die da spielen von DNP? Ich hab so gedacht, vielleicht Party Crasher. Muss ich sagen, was mich sehr überrascht hat, die 2 Lieder, die sie gespielt haben, waren Egal und Komm zurück. Und das finde ich mega geil. Gerade Komm zurück ist ja uraltes Lied einfach. Das ist ja noch von Backstreet Boys 1. Das habe ich tot gefeiert, dass sie das gespielt haben. Egal, natürlich auch übertrieben geiles Lied. Und man hat schon gesehen bei Egal, so gerade um uns herum, sehr viele fragende Gesichter. Also viele kannten den Track wirklich gar nicht und Kommt zurück einfach noch viel weniger. Da war dann so einer von meinen Moshpit-Leuten von den 10 da. Hat mit mir inbrünstig dieses Lied mitgesungen, Kommt zurück. Mega geil. Und danach kam Skinny Chef auf die Bühne und dann haben die Trailer Park gespielt. Das fand ich auch richtig geil. Das haben die, das letzte Mal, wo ich es gesehen habe, war beim Ab 18 Konzert. Das war übertrieben geil. Das Lied Trailer Park ist einfach der Übershit. Und dann, was mich richtig, richtig krass überrascht hat, was ich tot gefeiert habe, dann kam Sudden wieder auf die Bühne und dann haben die einfach Wohnwagensiedlung gespielt. Und das fand ich ja richtig fett geil. Aber gut, die haben es lange nicht mehr gespielt und haben es natürlich gleich mal auf Anhieb verkackt und haben es dann nochmal von vorne angefangen. Haben den Text dann auch nicht so richtig hinbekommen, haben es dann aber durchgezogen. Aber Wohnwagensiedlung live, fett, Alter. Richtig, richtig fett. Und dann kam wieder Alligator und Timmy auf die Bühne. Und dann war klar, okay, dann kommt jetzt Trostpreis. Aber diesmal mit Vortex anstatt mit Timmy. Und das fand ich auch mega geil. Also, das hat es dann, diese Sache mit Mensch ohne Grund so ein bisschen wettgemacht, dass dann dafür Vortex bei Trostpreis mitgemacht hat. Das war ziemlich fett. Und dann haben sie für Selbstbefriedigung angefangen, diese hier einmal Publikum spalten. Und dann habe ich gedacht, okay, fuck, da will ich jetzt hin. Und dann bin ich in die Mitte gegangen, wo eben der große Moshpit, wir können ja Moshpit sagen, wo der große Moshpit dann starten soll. Und dann bin ich pünktlich zu Selbstbefriedigung, wo es losging, bin ich angekommen. Das war sehr schön. Das war sehr staubig da. Leck mich am Arsch. Also ich
Hab den ganzen Tag Dreck rausgerotzt. Das war so mega staubig, obwohl ich da nur 2 Liter drin war in dem großen Pit. Und nach Selbstbefriedigung, absolutes Highlight. Trotz Wohnwagensiedlung und Trailerpark. SDP, ich will noch nicht nach Hause. Das ist einfach live so übertrieben fett. Das eskaliert einfach so hart. Mega geil. Und dann, ja klar, bleib in der Schule. Das ist jetzt nicht so mein Favorit. Da bin ich dann wieder zurück zu den anderen gelaufen. Dann kam noch Sterben kannst du überall. Und dann war es auch schon wieder aus. So, ich habe das Gefühl, dass aufgrund der DNP-Lieder und der Trailerpark- und Wohnwagensiedlung, was natürlich übertrieben fett ist, dass sie das gespielt haben, habe ich irgendwie das Gefühl, als musste dafür ein bisschen TP4L leiden. So Lieder von dem Album darunter. So, ich hätte es an sich richtig geil gefunden, wenn das schon hier großes Trailerpark Open Air, letzte Trailerpark-Show der nächsten Jahre, dass sie dann eben vielleicht nicht eine 90-Minuten-Show gemacht hätten, sondern vielleicht 10, 15 Minuten mehr so, meiner Meinung nach. Aber ist natürlich immer Sache der Musiker selbst. An sich im Großen und Ganzen war richtig gut. Also ich hatte zwar eine sehr lange Hinfahrt, eine sehr lange Rückfahrt. Dafür hatten wir extrem viel Spaß. Es war ein richtig geiles Konzert. Und ja, schade, dass jetzt die nächsten Jahre nichts von Trailer Park selber kommen wird. Aber na, es hieß ja auch, dass Trailer Park Open Air hieß es ja zuerst, wenn ich mich recht entsinne, entweder hieß es letztes Jahr oder dieses Jahr, dass Trailer Park Open Air das einzige Trailer Park Konzert des Jahres wird. Und dann sind sie ja doch noch für Festivals bestätigt worden und so. Also ich glaube, dass es schon Trailer Park die nächsten Jahre noch auf Festivals geben wird, aber wir werden sehen. Wart ihr auf dem Konzert? Schreibt mal in die Kommentare, wie es ihr fandet, was ihr von der Setlist gehalten habt und ob ihr bei uns in unserem kleinen Pit dabei wart. Und ja, mal wieder eine Konzertreview. Also jetzt hier gestern Video, heute Video, morgen Musik News. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Ich bin übelst am Arsch. Ich bin richtig, richtig heftig am Arsch. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video positiv bewerten und so. Ihr kennt das alles. Schaltet wieder ein.